Hallöchen und herzlich willkommen zu Weird Park Schräge Töne, einem Wimmelbildspiel. Ich freue mich und ich habe hier jemanden neben mir sitzen. Ich sitze nicht alleine hier ausnahmsweise mal. Und zwar habe ich einfach mir gedacht, ich schnappe mir jetzt einfach Leute auf der Straße und nehme mit denen auf, ne? Ich kann auch gar kein Deutsch. Ach, du kannst gar kein Deutsch? Nee. Ach, du heißt Ali, ne? Mhm. Ja, du warst ja mal im Starbound-Let's Play, habe ich schon von dir erzählt. Ali, kennst du, ne? Und wie heißen deine Eltern? Auch Ali? Die heißen alle Ali. Alle Ali, das meine ist meine Brüder, Schwestern. Aber du kannst ja gar kein Deutsch, hast du gesagt. Nee. Ach so, das klappt aber gut. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Jetzt habe ich vorher noch gesagt, das wirkt voll cool, wenn ich das dann so ins Ohr stecke. Das klappt ja. Echt super. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Spielen. Und ich habe keine Ahnung, um was es geht. Heiß. Nee, mich auch. Nee? Nee. Alter. Gott, ist der hässlich. Alter. Dear Detective, 2 weeks ago, John Flatter, our finest journalist, took on an assignment to gather information about an abandoned amusement park in the town of Ferrygate, located close to Highway 17. After a week had passed with no news from our colleague, we became concerned and called the police. The officers they dispatched didn't find John, but did locate his car near the amusement park. We'd be grateful if you went to Ferrygate and investigated John's disappearance. We hope you find him, or at least learn what happened to him. So, was soll man machen? Ich hab keine Ahnung, ich kann kein Deutsch. Okay, ich muss sagen, ich habe noch nie Wimmelbildspiele gespielt. Ich auch nicht. Ich habe nur welche beim guten Gregor gesehen. Wir hatten ja auf Facebook, hatte ich ja auch gefragt gehabt, Vorschläge und sowas. Wir haben jetzt einfach ein Spiel genommen, was ihr überhaupt nicht vorgeschlagen habt. Einfach, weil wir es können. Weil wir einfach cool sind. Natürlich. Richtig cool. Genau, und das Spiel, ich habe keine Ahnung, wie es ist. Wir haben es vorher nicht angespielt. Nö. Überhaupt nicht. Also das heißt, wir wissen auch gar nicht, was jetzt passiert. Aber das ist das Journal. Wusstest du das? Nee. Das ist cool, ne? Und in dem Journal gibt es alle Informationen. Krass. Über Ermittlungen. Krass. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich klicke da einfach mal drauf und guck mal, was passiert. Alter. Gott im Himmel. Ich weiß nicht, wollen wir die Texte vorlesen oder eher weniger? Glaub nicht, ne? Glaub nicht. Ist nicht so cool. Kannst ja auf Pause drücken, ne? Ist einfach, keine Ahnung, Mr. Wardsmith, gebeten, verschwinden, John Flattern, bla. Sind wir das? Bitte? Der Typ? Sind wir das? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Sieht aus wie ein Knastfoto. Das Symbol in der linken unteren Ecke. Aha. Gewisse Objekte kannst du vergrößern. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe, sobald du ihn über Objekte bewegst, die du vergrößern kannst. Park zu verkaufen. Kennst du Jisun Park? Das sind Fußballspiele. Gott. Du kannst auch mit speziellen Objekten interagieren. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand, sobald du ihn über solche Objekte bewegst. Klicke auf das Schild Park zu verkaufen, um es abzureißen. Weg damit. Oh. Manche Objekte wandern direkt in dein Inventar, sobald du auf sie klickst. Du kannst mit Hilfe dieser Objekte Puzzle und andere Aufgaben lösen. Klicke auf den Schlüssel. Gut, dass du vorliest. Kann ich lesen. Nicht? Nee. Das ist gut. Ich kann ja nicht mehr Deutsch. Kommt gut. Fahre mit der Maus über den unteren Bildschirmrand, um dein Inventar zu öffnen. Oh. Schlüssel. Geil. Schlüssel. Und jetzt? Oh. Viel zu viel Text. Nee, ich lese das jetzt auch nicht vor. Schlüssel? Ich schieb ihn einfach rein. Natürlich. Mach ich immer. Durchsuche funkelnde Gebiete nach Objekten, die du benötigst. Suche in dieser Szene alle Gegenstände, die unten aufgelistet sind. Wenn du einen versteckten Gegenstand findest, klicke darauf, um ihn einzusammeln. Klicke auf die Axt, sie wird dann von der Liste gestrichen. So, jetzt sind wir schon in dem Wimmelbild, also quasi das, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Diese. Ich gehe davon aus. Mega geilen Bilder. Und das ist eigentlich das Schwierigste an den Spielen. Oder zumindest soll es das sein. Schauen wir mal. Ich bin eigentlich total schlecht in sowas. Aber ich sehe auch nur die Hälfte. Ja? Mikro? Das ist blöd. Ja, scheiße, mach die Augen zu und
Guck's einfach. Was, jetzt, was du siehst, das ist am besten, glaube ich. Moment. So, was brauchen wir denn noch? Buch, Stiefel, Einrad, Kleiderbügel, Klebeband, Teppich, Kamm, Würfel, Spiegel, Tasse, Fisch. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist gut. Aber man muss auch dazu sagen, die Auflösung ist echt scheiße. Es ist kein HD. Aber naja. Ist jetzt auch nicht Kleiderbügel. So schlimm. Kleiderbügel? Mhm. Kleiderbügel? Links. Links? Links. Links? Ja. Ja? Aha. Ja. Alter. Ich hätte vielleicht meine Brille aufsetzen sollen. Buch? Buch. Auch nicht offensichtlich gewesen. Stiefel. Warte. Stiefel. Moment, ich finde die Stiefel. Nicht. Stiefel oder ein Stiefel? Zwei Stiefel? Klebeband, Teppich. Teppich kann man ja eigentlich nicht übersehen. Ich sehe ihn. Du bist ein Türke, du siehst den natürlich. Das ist ein Alibaba-Teppich. Alibaba-Teppich. Weißt du? Ich weiß, dass das sowieso wieder Hate geben wird. Ich habe Türke in dem Let's Play gesagt, das darf man nicht. Das ist eigentlich böse. Aber ich bin doch türkisch. Sieht doch jeder. Ja, das stimmt, aber das ist ja was anderes. Du als Türkin darfst, oder Türke darfst Türke sagen. Aber ich bin deutsch, ich darf das nicht. Stimmt. Du bist Grieche, dachte ich. Grieche? Ja. Weil ich so rieche, oder was? Nee. Hab ich von dem Affen gehört. Ach, von dem Affen? Mhm. Nee, hör mal auf mit dem. Dem bin ich lange durch, mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Nee. Es gibt keinen Starbound mehr ab sofort. Der hatte was mit einem Huhn. Mit einem Huhn? You've got a wear on, you don't feel me anymore. Ja? Mhm. Ist ja widerlich. Klebeband, Kamm. Klebeband. Kamm. Sowas kenne ich nicht, benutze ich nicht. Nee? Nee. Mhm. Ich sehe ihn trotzdem. Ich auch. Können wir ja mal alle bei einen Kamm scheren. Au. Würfel. Spiegel, Tasse, Fisch. Sehe ich. Fisch, Würfel, was? Ja, Würfel. Würfel. Rechts. Würfel. Wo? Ich sehe ihn nicht. Hier auf der Kasse? Warte. Ah. Warte. Ja. Kannst du das nochmal machen, bitte? Spiegel, Tasse und Fisch. Spiegel, Tasse und Fisch. Ich sehe auch überhaupt nichts. Was ist das denn? Ich sehe ein Pizzastück. Alter, was ist das denn? Guck dir mal bitte den Affen an. Siehst du? Hä? Das ist der Tippaffe, anscheinend. Das soll ein Fisch sein. Hä? Guck mal, da oben ist ein Pizzastück. Ist das ekelhaft. Bah. Was macht der Affe? Der macht mich. Hast du hier doch auch am Fenster? Der macht. Ja, natürlich. Aber. Ich sehe den Spiegel. Der Affe macht mich nervös. Affen machen mich nervös. Es tut mir leid. Und die Tasse. Kann ich gar nicht verstehen. Da oben. Geschafft. War ja gar nicht so schwer. So, wir haben ein Klebeband gefunden. Und mit dem können wir jetzt was tun. Die Clownsfresse. Die ist schön, oder? Ich hab mich... Was können wir denn hier machen? ...spontan verliebt. Ich kann die Kette nicht mit bloßen Händen aufbekommen, aber wenn ich die Kette erhitze, würde es leichter werden, sie zu zerreißen. Hey. Jemand hat das Kabel durchgeschnitten, deswegen gibt es hier kein Licht. Ist auch überhaupt nicht hell. Nee. Ist auch überhaupt kein Licht links. Nein. Ruhe, Ali. Hör auf, das Spiel zu kritisieren, das ist gut. Okay. Du weißt doch, Big Fish macht die besten Spiele. Weißt du ja. Hast du ja so eingewürfelt. Ist okay, nicht wieder schlecht. Nein. Nein. So, vermisst John Flatter. Zuletzt gesichtet in Fairy Gate. Zur Belohnung für das Auffinden von John Flatter ausgesetzt. Suchen Sie Informationen von John Flatter. Belohnung. Der Typ ist echt hässlich. Mhm. Aber ich brauche Geld. Brauchst Geld? Belohnung.
Ach so. Ja. Ich würde gerne das Auto durchsuchen. Warum ich hier mitmache? Ich brauche das Geld. Ach so, ja, natürlich. Wird ja übrigens bezahlt, natürlich. Klar, jeder, der hier mitmacht, wird bezahlt. 10.000 Euro so im Dreh, ne? YouTube. Pro Folge, ja. Klar. Also, Standard. Ich sitze hier auch gerade auf Geld. Das ist gar kein Stuhl. Das ist Geld. Ich würde das Auto gerne durchsuchen, aber es ist zu dunkel. Ja, das hatten wir ja schon. Was kann man mit dem Klebeband denn jetzt machen? Vielleicht. Ich benutze. Was? Das Kabel? Ja. Logik. Es ist gut, dass du da bist. Was sagst du noch? Ich wäre sonst aufgeschmissen. So, jetzt können wir das Auto durchsuchen. Das ist ein hässliches Auto. Mit Holzverkleidung. Ja. Schön. Einfach schön. 063 RBJ. Hm. Ich sag gar nichts. Nee? Nee. Okay. Ich guck mal ins Auto rein. Alter. Ottfried Fischer macht auch mit, Alter. Ist das eine Zigarette, eine ausgedrückte? Unfassbar. Die hätte man ja noch rauchen können. Wer macht denn sowas? Rauchen ist richtig ekelhaft. Ja. Also Raucher geht gar nicht. Nee, Raucher... Ich verprügel auch Raucher immer in der Stadt. Ja, ich auch. Das klar. Geht überhaupt nicht. Mm-mm. So, ich glaube, hier haben wir alles. Wie komme ich hier zurück? Ah ja. So, was haben wir da? Was ist das denn? Schräge Töne. Ja, so heißt das Spiel, ne? Ach ja, natürlich. Was ist das jetzt? Ist das ein Puzzle oder ist einfach nur ein Puzzleteil oder sowas? Ich gehe davon aus, da fehlen dann noch Teile, ne? Wen haben wir denn da? Oh Gott. Farrygate Park fordert neues Opfer. Greedy Greg, der Eigentümer des Farrygate Parks, ist tot. Warum interessiert uns nicht? Ist halt tot, ne? Kommt öfter mal vor. So, hier haben wir ein Bild von... No. Für meinen Liebling. No. Wir sind bestimmt beide auch schon tot. Das Spiel ist vorbei. Oh, ich weiß ja nicht mal, nach was wir überhaupt suchen. Oder was wir hier suchen. Habe ich auch einfach nicht nur drauf geachtet. Ich glaube, einfach nur die Geheimnisse von dem Park, schätze ich einfach mal. Warum hier alle sterben. Ich kann das Radio nicht anschalten, aber ich könnte mir eine Kassette anhören. Haben wir doch gerade. Ja. Aber wir können die leider nicht. Wurde ja ausgekotzt. Was haben wir denn jetzt hier drin? Ein Hammer und noch mehr Klebeband. Mit dem Hammer kann man doch easygoing die Kette irgendwie kaputt schlagen, oder? Das muss doch gehen. Wir sollen die erhitzen. Also ich hätte die jetzt mit dem Hammer kaputt geschlagen. Ich auch, aber wir sollen die erhitzen. Ich könnte ja bei der Hand drauflegen. So, was haben wir hier noch? Ich brauche ein Werkzeug, um die Batterie zu entfernen. Vorschlaghammer? Vorschlaghammer? Quatsch. Der Riemen ist leicht eingerissen. Aha. Wenn ich versuche, ihn zu entfernen, könnte er zerreißen. Klebeband. Pixel, genau, wahrscheinlich. Nö. Will nicht. Nö. So, wenn ich versuche, ihn zu entfernen, könnte er reißen. Okay. Können wir nicht noch irgendwo weiterlaufen oder sowas? Oder haben wir da drinnen noch irgendwas vergessen? Was hat das eigentlich mit dem Nummernschild auf sich? Ich glaube, du wolltest was vorhin sagen. Nö. Nicht? Nee, lass mal. Nicht? Lass mal gut sein. Okay, dann nicht. Jetzt vielleicht? Nee. Okay. Er ist ein bisschen schüchtern. Ali. Ist gerade neu in Deutschland. Ich kann auch nicht alles übersetzen. Nee. Das... So, ich weiß nicht, was können wir denn jetzt hier noch machen? Ich hole mir einfach mal einen Tipp, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit rummachen. Ja. Ich glaube, der Affe möchte Sex im Auto mit mir. Hä, so, ja, was denn? Ah, okay. Was ist das? Streichhölzer. Ah. Schnell, Kippenstummel, schnell. Oh, warte, wo? Oh, warte. Oh, geht nicht. Scheißspiel.
ich spiele was anderes. Nee. Gerne rauchen. Der Affe macht mich trotzdem nervös. Ich sehe den von hier aus zum Glück nicht. Das ist ganz... Ih, der dreht ja die ganze Zeit. Ja, an seiner Kurbel. Der dreht an seiner Kurbel. So, Alter, jetzt. So, weißt du, wir können jetzt mit den Streichhölzern einfach das Schloss erhitzen? Oder? Bestimmt. Ich kann die Kette nicht mit bloßen Händen aufbekommen. Ja, natürlich. Du hast es gar nicht richtig versucht. Nicht? Nee. Du bist Pro-Gamer in solchen Spielen. Natürlich. Ne? Nee, mach da nicht. Mach da nicht. Ich habe bestimmt hier noch irgendwas vergessen. Eigentlich werde ich ja von Big Fish Games bezahlt. Ja? Du kennst die ganzen Spiele also schon? Natürlich, alle durchgezockt. Alle. Ist ja unglaublich. Ich hole mir einen Tipp. Komm, Affe. Bist du schlecht? Ja, mein Gott. Bist was? Du schlecht? Was will denn die ganze Zeit mit diesem blöden Scheißradio von mir? Eine Kassette. Kassette? Hä? Die ist doch kaputt. Ich habe keine Kassette. Ach. Ich sag gar nichts. Ich auch nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ach, ja, warte. Hat keiner gesehen. Es müsste doch mit der Zange, müsste das auch mit der Batterie gehen, oder? Der Riemen? Ach nee. Quatsch, der ist ja eingerissen. Aber mit einer Zange müsste doch eigentlich auch locker die Kette aufgehen. Ich probiere es trotzdem, auch wenn es nicht geht, aber... Erhitzen. Kannst du irgendwas anderes anzünden? Das Auto ist aus Holz. Ja, was ist denn damit? Was ist aus? Der Schlüssel ist im Schlock. Werkzeug. Ja. Ah, ja, ah. Ja. Ah. Alter. Damit mache ich mir meine Schnitzel übrigens immer. Ich weiß. Der Schweißbrenner könnte sich als nützlich erweisen. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich ihn anzünde. Nehm ihn doch erstmal mit. Das ist unfassbar. Nimm ihn hoch. Den brennenden Schweißbrenner nimmt er jetzt mit. In die Hose. Ist sinnvoll. Ja, genau dahin. Da steht er drauf. So. Auf die Kette. Auf die Kette. Natürlich. Wollen wir da wirklich reingehen? Ich habe irgendwie Angst. Ich mach's trotzdem. Hat ein bisschen... Wie läuft dieses Vieh? Alter. Das Gefühl, der Affe hat irgendwie was mit dem... Meinst du, die haben... Also wie der Kleine gerade gelaufen ist, könnte ich mir das vorstellen. Und Affen sind echt mies. Das ist... Nee. Jetzt haben wir hier irgendwie eine neue Notiz bekommen. Dieser Park ist verlassen, niemand kommt daher. Und wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr das einfach selbst lesen. Ich lese das jetzt nicht vor. Das ist ein bisschen zu viel irgendwie. Kann ich das auch umblättern? Geht nicht? Ich schätze noch nicht. Schade. Okay, was haben wir denn da? Haben wir einen Koffer? Was war das? 063 vorhin auf dem Auto? Ich glaube schon. Ich wünschte, ich wüsste die Kombination. Ja, das war doch bestimmt die Kombination. Was war denn da? Warnung. FBI-Warnung. Wenn Sie über diesen verstorbenen Zirkus... Was? Zirkusclown Louis Goche? Ich kann kein... Französisch. Gauche. Informationen haben, so rufen Sie bitte bei der örtlichen Polizei an. Jede Information könnte nützlich sein. Wir suchen also einen verstorbenen Clown, der wahrscheinlich Leute umgebracht hat und dessen Geist jetzt hier im Park lebt. Sowas. Logisch, klar. Ist irgendwie sowas. So, was haben wir denn hier? Das Mikro war davor. Ich hatte Glück. Es wird nicht leicht werden, dieses Feuer zu löschen.
Brauchen wir Jan Delay, ne? Der kann das. Feuer. Gott. Feuer. Ich hol mir gleich die Pfanne. Seltsame Kreatur im Park gesichtet. Anwohner sagten uns, sagten aus, dass sie eine seltsame Kreatur in einem Narrenkostüm im Ferrygate Park gesehen hätten. Das ist, glaube ich, der Kleine, den wir gerade auch gesehen haben, ne? Mhm. Der kleine Pisser. Feuer breitet sich auch überhaupt nicht aus. Da unten Holzboden. Nee. Was? Holzboden? Oder? Da? Ja. Ja. Nee. 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 Nee, klar. Ist. Nee, nee. Und die Zeitung brennt auch nicht. Nee. Nee, nee. Das. Nein. Was haben wir denn da? War das Schaufel haben wir jetzt dabei? Bretter entfernen. Stand da. Bretter entfernen? Die Bretter entfernen, stand da. Mit. Wie kann ich die Bretter von der Tür entfernen? Vielleicht mit dem Werkzeug, das er weggeschmissen hat? Ah, es ist so ein Vorübel. Das sind die schlauesten Charaktere in Spielen. Warte mal, ich muss mal gerade schauen. Kann man hier irgendwie ins Hauptmenü? Ich muss, glaube ich, den Ton nämlich ein bisschen runterdrehen. Mhm. Das ist ein bisschen laut. Das ist die Musik, das gerade. Ja? Ja. Dann drehe ich die Musik lauter. Leiser. So? Müsste gehen. Müsste gehen. So. Gehen wir hier mal weg. Scheißraucher. Was? Ich rauche nicht. Ihi. Abendessen. Um manche Objekte zu bekommen, musst du ihre Teile einsammeln. Die Teile, die du finden musst, sind unten abgebildet. Was? Und hier sollen sich die Teile verstecken? Ja, doch, tatsächlich. Ach so, klar. Klar. Doch. Klar. Funktioniert. Warte mal, was sind das alles? Die sind so offensichtlich. Brauchst sie gar nicht anschauen. Echt nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Okay, das habe ich gefunden. Bin ich jetzt gut? Ja. Warte, da habe ich noch was gefunden. Du hast so oft geklickt. Habe ich? Ja. Blöd in der Gegend rum. Ach, krass. Aber das. Okay. Mhm. Diese halbe Kloschüssel oder was das sein soll? Hm. Ja. Was bauen wir da gerade zusammen? Ich habe keine Ahnung. Eine Bombe? Das wäre gut. Dann würde das Let's Play an jedes Ende nehmen. Ich würde ja sagen, ich kenne mich damit aus, aber. Yalla, yalla, oder was? Ich habe nichts gegen Türken. Nee, habe ich nicht. So, was brauchen wir denn noch? Noch so ein Kloschüsselteil? So eine kleine Schraube? Wie soll man die denn hier finden, bitte? Hm. Eine Schraube. Hab sie gefunden. Ich auch. Irgendwas Grünes? Und was Rotes. Sag ja, eine Bombe. Ja, irgendwie schon, ne? So langsam, was ist das? Das Rote ist. Guck mal, ein Penisring. Ja. Ach. Warte, warte ich. Da ist er. Warte mal, das ist das Grüne schon verloren. Mal. Verloren. So, und das Rote? Links, rechts, oben, unten? Rechts. Da? Ich glaube. Ja. Ah. So, und jetzt brauchen wir noch dieses komische Rohrding, das schwarze. Das da? Nee. Rohr. Du hast Rohr gesagt. Penis. Im Wasser kann der das eigentlich nicht liegen, das wäre ja gemein. Ich sehe nix. Nö. Ist blöd mit dem Mikro, ne? Mhm. Das ist mies. Ach, ich würde auch so nicht mehr sehen. Irgendwie. Nee. Ja, da liegen. Das ist voll unfair. Ganz viele Sachen, die so aussehen, als könnte man die anklicken. Aber kein schwarzes Rohr. Hm. Hätten wir jetzt ein schwarzes Rohr, könnten wir ein Interracial machen. Alter. Oh Gott. Es tut mir leid. Ach, ja. Ich habe keine Ahnung, ich drücke jetzt aber auf den Tipp. Alter, ernsthaft? Das ist doch nicht wahr. Was? Ein Stecker, natürlich. Das sah für mich aus wie eine Kloschüssel. Ja. Oder so. Oder ein Waschbecken. Ja. Du hast etwas gefunden, das. Vor allem, wir haben jetzt einen Stecker zusammengebaut aus Teilen, die an einem. Im Wasser. Ja. Hm. Ist bestimmt sicher. Hm. Mach das auf jeden Fall mal zu Hause nach. Klar. Super. Pedo-Zwerg.
So, Achtung, Gefahr. Nicht betreten, der Park ist nicht sicher. Sicher. Wir gehen da trotzdem rein. Noch eine Kette, natürlich. Schade. Natürlich hat der Schweißbrenner seinen Geist aufgegeben. Mhm. Klar. Ist klar. Hier ist auch Angeln verboten. Kennst du Angelnder Merkel? Kennst du? Oh Gott. So, was haben wir denn jetzt hier? Den Stecker haben wir, die Schaufel. Was können wir mit dem Stecker? Ich habe keine Ahnung. Hier vielleicht irgendwas? Den Stecker vielleicht ins Feuer halten? Damit er trocknet? Nein. Wird nicht leicht werden, dieses Feuer zu löschen. Waren da nicht Kabel im ersten Bild? Stromkabel? Ja. Kommen wir da überhaupt nochmal hin? Ich glaube schon, oder? Natürlich. So, pass auf. Aber da können wir nichts mehr machen. Nö. Wir haben es nur... Ach so, wegen dem Licht, wegen der Lampe. Ah, stimmt. Mhm. Hat keiner gesehen. Nee. Warte mal. Was können wir hier? Hier können wir nichts machen. Ja, da nochmal kurz gucken. Aber das ist eh nur die Kette und der komische Teich. Oder Brunnen, oder... Schaufel, irgendwas... Die Bretter... Nee. Ich glaube, das... Nee, das glaubt nicht, oder? Die kann man doch einfach rausreißen, diese Scheißbretter. Ich verstehe das nicht. Das war die komische Kreatur. Komm, scheiß drauf. Hä? Der verarscht dich. Das ist ein Affe. Scheiß Affe. Okay, er schickt uns zurück. Und dann? Ist da... Da ist nichts. Nee. Hm? Auf der Bank... Der Koffer? Ah. Oh. Natürlich. Natürlich. Mhm. Den Feuerlöscher. Mhm. Da liegt er unter, richtig. Unter der Erde. Mhm. Wunderbar. Das ist unglaublich. So. Gönn dir. Jetzt können wir Karussell fahren. Oh, ein Brecheisen. Karussell. Karussell. Das ist ein Riesenrad. Ja. Okay. So, Brechstange. Was machen wir mit der Brechstange? Die Brechstange erinnert mich immer an Half-Life. Hast du Half-Life mal gespielt? Mhm. Gordon Freeman. Cooler Typ. Die Bretter, Junge. Die Bretter. Die Bretter. Genau. Wusste ich. Wollte ich nur testen. Natürlich. So, wo sind wir denn jetzt? Zur Ablenkung. Gott. So, oh, hier haben wir einen Hebel. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Steuerung für das Riesenrad. Leider funktioniert sie nicht. Natürlich. Was funktioniert hier überhaupt? So, ich brauche die Schnelle sind eingerostet. Ich brauche Öl, um die Tür zu öffnen. Aha. Die Tür. Stecker. Und da Klebeband wahrscheinlich, ne? Jetzt funktioniert die Steuerung aber wenigstens wieder. Um das Riesenrad zu starten, muss ich zuerst die Steuerung einschalten und dann den Hebel ziehen. Alter. Um die Steuerung des Riesenrads zu aktivieren, muss ich alle Glühbirnen anschalten. Ich kann immer nur eine Glühbirne auf einmal anschalten. Und die Glühbirne muss mit einer anderen Glühbirne verkabelt sein, die bereits an ist. Ich kann mich auch nicht zurückbewegen, muss aber die Glühbirne in einem einzigen Durchlauf anschalten. Die grüne Birne, das ist viel zu kompliziert. Und ich glaube, das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du dann spielst. Das ist doch eine super Überleitung, oder? Ja, natürlich. Das machst du doch bestimmt Überlass gerne. Überlass mir das. Klar. Hm, finde ich ja. Super. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Wimmelbildspielen haltet. Ich denke mal, zwei Folgen machen wir erstmal. Das passt. Ne? Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.